Servus, meine lieben Zuschauer. Heute möchte ich mal in die Bresche springen, sagen wir mal, ja, weil es ist einfach unsäglich, ja. Es ist jetzt wirklich lächerlich, ja. Also wer glaubt es denn noch, was da irgendwelche Schmierfinken, ja, muss man schon echt sagen, und charakterlich durchaus fragwürdige Leute hier in die Öffentlichkeit hinaus posaunen, ja. Um was geht's? Peter Weber. Ja, mit dem ich jetzt schon seit einem halben Jahr bekannt bin und ihn auch schon mehrfach persönlich getroffen habe, oft, nicht oft, aber doch mehr als einmal telefoniert habe, wir schon gemeinsame Interviews gemacht haben und ich ja auch begeistert die Aktion Hallo Meinung Gebührenaktion unterstütze und medial mit begleite, sage ich mal. Und vielleicht sollten wir mal Licht anmachen, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, was ist hier los? Nordbayern.de, beziehungsweise das sind die Nürnberger Nachrichten, ein nicht wirklich ausgewogenes und objektives Blättchen in Franken. Haut raus. Peter Weber wohnt ja in der Nähe von Nürnberg und hat da auch seine Firma. Vorwurf Schwarzenbrucker, also es ist Schwarzenbruck, das ist der Ort, wo Peter Weber ansässig ist, soll rechtsextremes Gedankengut verbreiten. Mit Schwarzenbrucker ist der Herr Weber selbst, himself gemeint. Ja, was wird da konkret vorgeworfen? Er kommt aus und gehört zur sogenannten bürgerlichen Mitte. Sogenannte, das ist schon mal das erste Framing-Dreck, ja, wo ich schon sage, halt, stopp. Verbreitet aber unverblümt rechtsextremes Gedankengut im Internet. Das jedenfalls hält das Nürnberger Bündnis Nazi-Stopp dem Unternehmer Peter Weber aus Schwarzenbruck, Nürnberger Land, vor. Hier haben wir den Peter. Internetplattform Hallo Meinung inszeniert sich Peter Weber als Kümmerer um die Meinungsfreiheit. Es ist wirklich, es ist so infam. Ja, es ist so verkommen. Es ist so charakterlich so mies, ja. Und es ist es leider auch schon so übertrieben, dass euch das bald keiner mehr abkauft, ja. Und die Entwicklung, wenn ihr die nicht sehen wollt, wir sehen sie und ich zeige sie auch gleich, ja. Später wird noch klar, was ich damit meine. Neben den Inhalten ist der Initiative vor allem eins ein Dorn im Auge, die erst im vergangenen Oktober von dem 65-Jährigen, also die Initiative gegen rechts oder was? Von dem 65-Jährigen gegründete Medienplattform Hallo Meinung ist vom Finanzamt Nürnberg offenbar als gemeinnützig anerkannt worden. Damit wäre die Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts steuerbegünstigt, weil Spender mit Zuwendungen ihre Steuerlast reduzieren können. Also rechtsextremes Gedankengut. Vorsicht, ja. Wir wollen mal hier nochmal kurz mal in Erinnerung rufen. Kommt hier auch schon rechtsextremes Gedankengut. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Rechtsextremes Gedankengut. Bei Spender mit Zuwendung und so weiter. Das geht dann zu Lasten aller Steuerzahler, also von uns allen. Also protestiert Uli Schneeweiß, der sich als Gewerkschaftssekretär bei Verdi auch in dem Bündnis engagiert. Also wisst ihr auch Bescheid. Würde ich mir als Gewerkschaftsmitglied auch noch gut überlegen, ob ich da noch Mitglied sein möchte und da meine sauer verdiente Kohle da auch noch abdrücken möchte, um mir dann Erziehungsjournalismus und betreutes Denken dafür zu erhalten. Ja? Weber sorgt mit eigenen und fremden Beiträgen, die er auf Facebook postet und auf YouTube hochlädt, schon seit Monaten für Schlagzeilen. Und die Abonnentenzahlen stiegen seit vergangenem Herbst deutlich an. Das wird ja jetzt nicht so gern gehört. Dann wird diese kurze Geschichte, dass er in seiner eigenen Gemeinde hier sich von ihm distanziert hat, der Gemeinderat, und er konnte das dann aber mit dem Bürgermeister klären. Dabei präsentiere sich Weber, der auch der sogenannten Werteunion angehört, da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, und dem es angeblich nur in Anführungszeichen um Patriotismus geht, auf seiner Webseite mit einem Programm und einem Verhaltenskodex für das Netz, Netiquette. Dass viele mittragen könnten, gesteht ihm Kai-Uwe Kuwerz von den Schwarzenbrucker Grünen zu. Nach außen hin nehme Weber ohnehin für sich selbst den Anspruch, parteipolitisch unabhängig zu sein und die freiheitlich-demokratische Rechtsordnung zu fördern. Aber seine Achtung, Max Gnuggesser-Meyer vom Nazi-Stopp-Bündnis meint dazu, aber sein Verhalten und seine Äußerungen ergeben
ein ganz anderes Bild. Um das zu belegen und zu untermauern, hat die Gruppe Webers Beiträge in den sozialen Netzwerken ausgewertet und ein umfangreiches Dossier angelegt. Also Dossier angelegt, auch schon wieder so ein Framing. Also hört sich so an, Staatsfeind wird ausspioniert und werden Sachen gegen ihn gesammelt. Ja, unglaublich, was die da in diesen Text reinbauen. Und jetzt Achtung, was ist rechtsextremes Gedankengut aus Sicht der Nürnberger Nachrichten beziehungsweise aus Sicht des Bündnisses Nazi-Stopp? Oder des Nazi-Stopp-Bündnisses, ist so, ist alles so verquer. Ja. Reihenweise finden sich dafür das rechte Milieu typische Behauptungen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihr Land verraten in Anführungszeichen, ja? Okay, lieber Peter Weber, ich unterschreibe dir das, wo immer du mir das hinlegst, Frau Merkel hat ihr Land verraten. So, ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Ein rechtsextremes Gedankengut. Migranten würden bevorzugt, als ob das nicht stimmen würde, ja? Warum leugnet ihr es? Nahezu alle Politiker seien unfähig, hundertprozentige Zustimmung. Und es gebe keine Meinungsfreiheit. Ja, hallo wach. Ja, ihr framet hier schön vor euch hin und wir legen die Tatsachen und die Realität hier dar. Ja, so schaut's nämlich aus. Ich reg mich echt auf, weil es ist wirklich ein Witz. Ja, also gerade Peter Weber ist es wirklich ein Witz. Und unverhohlen fordere Weber dazu auf, also Achtung, rechtsextremes Gedankengut, unverhohlen, auch wieder so ein Wort, ja, wie die das framen, wie die so subtil durch die kalte Küche dem Leser unverhohlen, das ist auch so unverschämterweise, so könnte man das ungefähr, so ist es ungefähr gemeint, fordere Weber dazu auf, die Zahlungen an die GEZ zu verweigern, weil die öffentlich-rechtlichen Sender einen Erziehungsjournalismus, Anführungszeichen, als ob es den nicht gäbe, praktizieren. Da sage ich mal, Erziehung kannst du mal weglassen. Journalismus, den setze ich mal in Anführungszeichen. Achtung! Vielleicht waren dem Finanzamt viele Tatsachen ja nicht bekannt, hofft Schneeweiß und fordert im Namen des Bündnisses jedenfalls eine Rücknahme der Gemeinnützigkeitsbescheinigung, also trockenlegen finanziell, weil natürlich dann das ein erheblicher Nachteil ist, wenn die Gemeinnützigkeit aberkannt ist. Sie fighten und kämpfen mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln, mit Hufeisen in den Handschuhen, mit linken, wirklich linken Methoden, mit Tricks und subtiler Sprache. Und jetzt muss ich mal was sagen, den Peter Weber habe ich kennengelernt, ja, damals im Sommer 2019 jetzt, hier in Berlin, da war er bei einer Veranstaltung. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, war jetzt nicht lang, wir haben ein kurzes Interview gemacht, dann haben wir telefoniert, haben wir uns dann nochmal hier in Berlin zum Essen getroffen, da konnten wir echt einen schönen Abend verbringen und konnten uns auch besser austauschen. Der Peter Weber, wisst ihr, was das für einer ist? Also ich kann das sagen, weil ich komme aus Bayern. Ich habe bis zu meinem 24. Lebensjahr in Bayern gewohnt und ich habe heute noch gute Kontakte nach Bayern und zu Leuten, die teilweise auch so ähnlich gestrickt sind wie der Peter Weber. Der Weber Peter ist der klassische, aber der oberklassische CSU-Wähler aus den 80ern. Unternehmer oder 90ern von mir aus auch noch. Unternehmer will Rechtssicherheit, will Recht und Ordnung, will Gerechtigkeit, will, dass man für seine Leistung auch was kriegt, will, dass man Unterschiede macht für Leute, die halt nichts machen und für Leute, die was leisten. Der kümmert sich um seine Arbeitnehmer, der ist ein erfolgreicher Unternehmer und ich bin mir hundertprozentig sicher, ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht mit ihm drüber geredet, aber ich sag's jetzt einfach mal so, für mich ist es der hundertprozentige CSU-Wähler. Jetzt kommt die Pointe. Die CSU hat sich geändert und nicht der Peter Weber, ja? Das ist immer wieder die Geschichte. Ja? Der Weber hat sich null irgendwo hin bewegt. Der ist da, wo er vor 20 Jahren auch war politisch, ja? Als CSU-Wähler. Bloß die CSU ist ihm abgehauen und zwar stramm nach links. Ja? So schaut's aus. Hier werden CSU-Positionen oder die ehemalige CSU-Wähler, weil heute kann man die CSU nicht mehr wählen, wenn man jedenfalls alle Sinne beieinander hat, als rechtsextremes Gedankengut verbrämt. Ja? Das muss man überlegen. Ja? Rechtsextremes Gedankengut. Leute, ihr macht euch lächerlich. Ihr macht euch komplett lächerlich. Ja? Hier haben wir diesen Uli Schneeweiß. Ja? Ist halt so ein typisch, ja, hier haben wir ihn im Video. Diese NSU-Mordserie, der erste Reflex von der
ganz vielen Leuten, die sich mit dem Thema Antifaschismus beschäftigen, zu sagen, ja, die können eigentlich nur mit Unterstützung vor Ort auch da agiert haben, die müssen vernetzt gewesen sein. Ja, bla bla bla. Also so einer ist es. Auf sein Äußeres legt er nicht so viel Wert, aber das ist bei Linken auch nicht jetzt ungewöhnlich. Ganz neu, ganz frisch von heute, Focus Locus Online, Gastbeitrag von Gabor Steingart, den man durchaus mal konsumieren kann, ohne sein Gehirn komplett zu verseuchen. Journalismus unter Feuer, Studien zum Medienvertrauen zeigen deutliches Bild. Ja, jetzt Nürnberger Nachrichten, jetzt zeige ich euch mal was. Ja, zum Beispiel der Spiegel, das einstige Flaggschiff des Journalismus, verliert Reputation, Relevanz und Leser. Verkaufte der Spiegel Ende 2001 noch 1,1 Millionen Hefte pro Woche, waren es Ende 2015 weniger als 800.000. Mittlerweile liegt die verkaufte Auflage bei unter 700.000 Heften. Gegenüber dem All-Time-High, das war 1991, bedeutet das nahezu eine Halbierung der verkauften Auflage, der Abstieg eines Superstars. Auch die FAZ verliert an Bedeutung und Leserschaft. Die verkaufte Auflage liegt bei nur noch etwa 230.000 Exemplaren. Im vierten Quartal 2010 waren es noch 364.000. Und ARD und ZDF, früher Fixsterne im demokratischen Leben der Bundesrepublik, erreichen die Senioren, aber die Jugend kaum noch. Von den 25- bis 34-Jährigen schauen die Nachrichtenangebote der Öffentlich-Rechtlichen laut Reuters-Institut nur 13%. Bei den 18- bis 24 sind es nur 6. Also euch sterben die Leute weg. Ja? Und dann gibt es keine neuen. Da wächst nichts nach. Ja? Der Berliner Medienprofessor Norbert Bolz sagt, Schulz sei ein Meinungsjournalismus, der vor allem Haltung transportiere und weniger die Fakten. Das wäre vom Publikum nicht gutiert. Und das gilt auch, ohne dass ich nachschauen muss, für die Nürnberger Nachrichten. Ihr seid doch auch am Zittern. Ja? Und was macht ihr? Ihr haut noch weiter um euch, schlagt um euch wie irgendwie im Feitstanz oder was und erzählt irgendwie Merkel kritisieren, GEZ, öffentlich-rechtliche Medien kritisieren, ist irgendwie rechtsextremes Gedankengut. Ja, euch ist alles klar. Also, wenn ich die Kanzlerin kritisiere und sage, sie ist eine Verräterin, sie hat Schaden dem deutschen Volk und Deutschland zugefügt, sie hat uns verraten, uns deutsche, ja, Bevölkerung, uns deutsches Volk, wenn ich das sage, bin ich rechtsextrem, ja, ihr habt doch was am Sender, ja, ohne Scheiß, und ihr lasst den Peter Weber, also an der Stelle, ja, also jetzt ist wirklich, also das ist wirklich so infam und sowas von charakterlich unterirdisch, ja, das, ihr desavouiert, ihr macht euch selber hier zum Affen und zum totalen Klops, ja, weil wer kauft euch das noch ab? Seht ihr ja. Immer weniger Leute, ja, wollen das hören und wollen diese Scheiße sich mit anhören. Ja, wirklich. Immer weniger Leute, ja. Immer mehr Leute sagen sich, da kann doch was nicht stimmen, da liegt doch irgendwas schief. Und in dem Zusammenhang, 13 Minuten, ja, das gönne ich mir doch jetzt mal. 13 mal, ah, verdammt. 15.000. 195.000 für die Öffentlich-Rechtlichen, wovon noch, sind jetzt wieder ausgegeben worden, haben die 195.000 Euro in 13 Minuten weggeknallt, ja, von eurem Geld, von unserem Geld, von deinem und meinem, ja, lieber Zuschauer, und 6% der 18- bis 24-Jährigen gucken den Dreck noch und was waren es, 13% der 25- bis 34-Jährigen, ja, alles klar, ja, merkt da was. An der Stelle abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Ich danke euch und Peter Weber, schöne Grüße und das hast du nicht verdient, ehrlich, ja, also aus kompetentem Mund, sag ich mal. Unglaublich. 195.000 Euro in 13 Minuten. Leute, jetzt erst recht. Hallo Meinung, Gebührenaktion in der Beschreibung und Download der Bon-Aktion, Kassenbon-Aufsteller zum Entsorgen bzw. Sammeln der Bons und dann an die SPD schicken. Ja, das ist das, was wir machen wollen. Ich wünsche euch was. Servus Nahat. Irre, ich reg mich auf. Wahnsinn.